Es war eine kalte, feuchte Nacht von den Weihnachten in 1845. Ich und mein Freund Dupont sind aus einer Unterhaltung in den gewöhnlichen Varieté der dunklen Pariser Gassen nach Hause zurückgekehrt. Wir begegneten uns zum ersten Mal in einem obskuren Buchladen in der Rue Montmartre, wo der Zufall, dass wir beide dasselbe, übrigens sehr seltene und merkwürdige Buch suchten, uns in nähere Beziehung zueinander brachte. Von da an trafen wir uns zuweilen. Zur gleichen Zeit in einem vierstöckigen großen alten Haus mit einer hohen geschmiedeten Eisentür auf der Rue Mont wurden Madame L'Espanier und ihre Tochter zwei Beutel mit Geld auf dem Tisch gezählt. Im Licht der Kerzen könnte man ihre glücklichen Gesichter bemerken. Sie waren in ihre Nachtkleider gehüllt. Vielleicht wollen sie gleich ins Bett gehen. Madame L'Espanier und ihre Tochter Mademoiselle Camille wohnten allein jahreslang an der Rue Mont, eine Nebenstraße und sehr einsam. Sie führten ein sehr zurückgezogenes Leben, empfingen keine Besuche, gingen selten aus und sie hatten wenig Gelegenheit, Toiletten zu machen und Schmuck zu tragen. Trotzdem waren ihre Bekleidung und Putzgegenstände gediegen und von feinster Qualität. Es war 3 Uhr um Mitternacht, als ich und mein Freund Dupont die Kreuzung der Rue Morgue und Rue Maron überquerten. Wir waren lautlos und man könnte nur unsere Schlitten hören. Als plötzlich ein lauter Schrei zerriss die Dunkelheit und die Ruhe an der Rue Morgue. Es war ein langgezogener, jammervoller und grauenhafter Schrei. Er kam aus dem dritten Stock des alten Hauses, wo die Kerzlichter nicht mehr gezündet wurden. Wir rannten schnell ins Haus, gingen die Treppe hinauf und als wir den dritten Stock erreichten, vernahmen wir von oben her deutlich den Klang von 2 oder mehr rauen Stimmen, die heftig und laut auf einer fremden Sprache miteinander schritten und im nächsten Moment wurde es totenstill. Wir eilten von einem Zimmer in das andere, als wir endlich ein großes Hinterzimmer erreichten. Die Tür dieses Zimmers war von innen verschlossen und musste aufgebrochen werden. Bot sich ein Anblick dar, der uns mit Grauen und höchster Verwunderung erfüllte. In dem Zimmer herrschte die wildeste Unordnung. Die Möbel waren zertrümmert und lagen überall umher. Das Zimmer enthielt eine Bettstatt und aus dieser waren sämtlichen Kisten herausgerissen und in die Mitte des Zimmers geschleppt worden. Auf einem Stuhl lag ein blutiges Rasiermesser. Auf dem Kamin fanden wir 2 oder 3 lange, dicke Strähnen grauen Menschenhaares, die ebenfalls mit Blut besudelt waren und mit den Wurzeln ausgerissen zu sein schienen. Ich könnte noch Stückchen der Kopfhaut an der Wurzeln hingen sehen. Über den Fußboden zerstreut fand Dupont für Napoleons einen Topaz-Ohrring, 3 große silberne Löffel, 3 kleinere aus Neusilber und ferner die 2 Beutel mit 4000 Franken gefüllt sind. Aus einem in der Ecke stehenden Schreibtisch waren die Schubfächer herausgezogen, obwohl noch viele Gegenstände darin umherlagen. Unter den Bettenkissen, nicht unter der Bettstatt, entdeckte Dupont auch eine kleine eiserne Kassette. Sie war offen und der Schlüssel steckte in dem Schloss. Ihr Inhalt aber bestand nur aus einigen alten Briefen und anderen belanglosen Papieren. Aber wir könnten nie die Leiche von Madame L'Espanier und ihrer Tochter entdecken.
Da aber wir den Kamin und den Fußboden davor ganz mit Rost bedeckt fanden, forschte Dupont in dem Schornstein nach, als der Arm der Mademoiselle Camille von innen frei fiel und wir könnten sehen, Grässliches zu sagen, ihren Leichnam, der mit dem Kopf nach den unten ziemlich hoch in den engen Schornstein hinaufgestopft worden war. Der Körper war ganz warm. Auf dem Gesicht fand man viele schweren Kratzwunden, während sich am Hals schwarze Quetschenwunden und der tiefe Eindruck von Fingernägeln vorfanden, die darauf hindeuteten, dass das Mädchen entrosselt worden war. Die Fingerabdrücke waren aber größer als die der normalen Menschen. Das Gesicht des unglücklichen Mädchens war grässlich entstellt, die Augen waren aus ihren Höhlen weit hervorgequollen, die Zunge halb durchgebissen. Auf der Magengrube wurde eine große Quetschung entdeckt. Welcher Mensch könnte ein solches abstoßendes Verbrechen begehen? Dachte Dupont und ich stimmte zu. Diese rohe Gewalt könnte nur tierisch sein. Wir wirften einen Blick eins zu anderen und schritteten zu das gebrochene Fenster in der Ecke des Zimmers fort. Wir guckten verängstigt draußen und so wie wir gedacht haben, sahen wir die Leiche der Mutter auf dem feuchten Boden des Hinterhofes zu liegen und ihr Kopf war ganz vom Körper getrennt und vollständig zerschmettert. Offenbar sei der Hals mit einem sehr scharfen Instrument, wahrscheinlich einem Rasiermesser, durchschnitten worden. Noch nie ist in Paris ein so geheimnisvolles Verbrechen verübt worden, dessen Einzelheiten und tierische Rohheit so unerklärlich waren. Aber alle Zeichen beweisen, dass es hier eine fast übermenschliche Kraft verwendet wurde. Nachdem ich und mein Freund Dupont den Tatort mit unseren Augen untersuchten, gingen wir beide zu Hause. Man könnte überall flüsterte Gespräche über die brutale Weise dieses Todes hören. Die Gazette des Tribunaux veröffentlicht jeden Tag neue Artikel über den sensationellen Mord. Die Polizei bemüht sich, um dieses furchtbare Rätsel zu lösen. Als 3 Tage später trat ein Mann den Polizeiamt ein. Er war offenbar Matrose. Er hatte eine große, kräftige, muskulös ausgesehene Gestalt und sein Gesicht trug einen offen, verwegenen Ausdruck, der durchaus nicht abstoßend war. Sein stark von der Sonne verbranntes Gesicht wurde über die Hälfte von einem mächtigen Schnurr und Backenbart verdeckt. In der Hand trug er einen großen Eichenknüttel, schien aber sonst keine Waffe bei sich zu haben. Er verbeugte sich linklich und setzte sich auf einen Stuhl. Alle Polizeibeamten schauen ihn neugierig an. Was er uns dann mitteilte, war Folgendes.